Als Max an diesem Tag nach Hause kommt, fühlt er sich schlapp. Schon die ganze Zeit ist er müde und kann sich kaum konzentrieren. Außerdem hat er ständig Durst. Das Trinken war schon in der ersten großen Pause leer getrunken. Der Klassenlehrer war schon ganz wütend, als Max zum dritten Mal auf Toilette musste. Müde schleppt sich Max in die Küche. Hallo, mein Schatz. Begrüßt ihn seine Mutter, die am Herd steht und das Essen vorbereitet. Hallo, murmelte Max und setzte sich an den Tisch. Besorgt dreht sich seine Mutter um. Was ist denn los mit dir in letzter Zeit? Fragt sie. Du siehst gar nicht gut aus. Ich fühle mich auch nicht gut, antwortet Max. Bestimmt geht es dir nach dem Essen besser. Max Mutter wendet sich wieder dem Herd zu. Max kann sich kaum wach halten. Sein Kopf fühlt sich furchtbar schwer an und sein Mund ist auch wieder ganz trocken. Hier, mein Schatz. Max Mutter stellt ihn einen Teller voll mit leckerem Essen auf den Tisch. Obwohl er kaum Appetit hat, verbessert sich seine Laune sofort, als er den Duft von leckerem Hühnchen und Kartoffeln einatmet. Er beginnt zu essen, doch bereits nach wenigen Bissen wird Max' Übelkeit schlimmer und er mag nicht mehr. Mama, mir geht's überhaupt nicht gut, jammert Max und drückt sich auf die Brust, weil ihm das Atmen plötzlich schwerfällt. Wirklich so schlimm? Fragt seine Mutter. Als Max nickt, nimmt sie die Autoschlüssel in die Hand. Das reicht jetzt. Wir fahren ins Krankenhaus. Als sie am Krankenhaus ankommen, geht es Max nicht besser. Sie nehmen im Wartebereich Platz und Max' Mutter fragt an der Rezeption nach einem Termin. Wie geht es dir? Fragt sie Max besorgt. Max zuckt nur mit den Schultern. So schlecht ging es ihm in seinem ganzen Leben noch nicht. Bereits nach einer Viertelstunde ruft ein Arzt sie auf. Ich bin Dr. Sorgenfrei, sagt der grauhaarige Mann und öffnet ihm die Tür zum Behandlungsraum. Sie nehmen Platz und der Arzt beginnt Max und seine Mutter Fragen zu stellen, wie lange er sich schon schlecht fühle und wie oft und was genau ihn bekümmerte. Ich denke, wir messen einmal deinen Blutzucker, lieber Max, sagt Dr. Sorgenfrei und holt aus einer Schublade zwei seltsam aussehende Geräte und ein kleines Döschen heraus. Das kann jetzt vielleicht etwas pieksen, sagt er und hält Max das eine lange Gerät an den Finger. Doch bevor Max etwas sagen kann, fühlt er einen Stich an der Fingerspitze. Au! Ein kleiner Blutstropfen ist zu sehen. Das war eine Stechhilfe, sagt Dr. Sorgenfrei. Damit schießt man eine kleine Nadel unter die Haut. Die Nadel ist sehr dünn, deswegen tut es auch kaum weh. Max nickt und beobachtet, wie der Doktor einen kleinen weißen Streifen an seinen Blutstropfen hält. Und was ist das? Fragt Max. Das nennt man Sensor, antwortete der Doktor. Damit nehmen wir jetzt dein Blut und stecken es an dieses tolle Ding hier. Er schiebt den Sensor in das zweite Gerät aus der Schublade. Ein kleiner grauer Apparat mit vier Knöpfen. Das ist ein Blutzuckermessgerät, erklärt Doktor sorgenfrei. Es misst, wie viel Zucker in deinem Blut ist. Da ist Zucker in meinem Blut? Fragt Max erschrocken, während er und der Doktor auf das Messergebnis warten. Aber ja, lacht der Doktor. Das braucht man, damit der Körper Energie aus dem Zucker machen kann. Plötzlich piepst das Gerät. 463? Ruft Max. Ist das viel? Der Doktor nickt ernst. Ja, das ist leider ziemlich viel, Max. Und was bedeutet das jetzt? Fragt Max' Mutter erschrocken. Das bedeutet, dass wir davon ausgehen müssen, dass der kleine Max Diabetes hat, antwortete der Doktor. Was ist denn Diabetes? Fragt Max. Er ist ganz verwirrt von den vielen unbekannten Worten. Naja, das ist sehr schwer zu erklären, denn diese Krankheit ist sehr kompliziert. Aber wenn du magst, kann ich dir erstmal den Anfang erklären. Dr. Sorgenfrei zieht an der Karte, die neben dem Waschbecken steht. Sieh mal, das ist der menschliche Körper von innen. Und hier, sagt der Doktor und zeigt auf einen rot markierten Teil auf der Karte. Hier ist deine Bauchspeicheldrüse. Meine was? Die Bauchspeicheldrüse ist ein Organ, das sehr wichtig für uns Menschen ist. Aber was hat sie denn mit Dialinks zu tun? Die Bauchspeicheldrüse hat viele Funktionen. Aber die, die uns jetzt interessiert, ist die Produktion von Insulin. Was ist das denn? Wenn du magst, kann ich dir das Ganze auf eine spannende Art und Weise erklären. Oh ja! Plötzlich befanden sich Dr. Sorgenfrei und Max in einem seltsamen Raum. Max traute seinen Augen kaum. Sie schwebten inmitten von einem wabernden Tunnel und um sie herum schwebten lauter kleine rote Plättchen. Wo sind wir? Fragte Max aufgeregt. Das hier, Max, ist eine Blutbahn. Und die kleinen roten Dinger hier? Der Doktor deutete auf eines der kleinen Plättchen. Sind rote Blutkörperchen. Sie transportieren den Sauerstoff in dein Blut.
Da bemerkte Max kleine blaugraue Männchen, die mit Helm und Speer ausgerüstet an ihm vorbeifliegen. Was sind das denn für welche? Fragt Max neugierig. Das sind die Antikörperchen. Sie sind für den Schutz unseres Körpers zuständig. Ich zeig dir jetzt mal, wie das abläuft. Das hier ist ein Virus. Das ist das, was deinen Körper krank macht. Hier haben wir zuerst ein gesundes rotes Blutkörperchen. Davon gibt es, wie du gesehen hast, unzählige in deinem Körper. Der Virus ist sehr viel kleiner und versucht, in das Blutkörperchen einzudringen. Wenn es das geschafft hat, löst es sich auf und infiziert das Blutkörperchen. Außerdem verbreitet der Virus sich so weiter in dir, weil das kranke Blutkörperchen denkt, es muss mehr von dem Virus herstellen. Jetzt kommen die Antikörper ins Spiel. Der sich weiter ausbreitende Virus will natürlich mehr Blutkörperchen angreifen. Doch die Antikörper halten den Virus davon ab und zerstören ihn. Oh! Macht Max, der das Ganze gerade so verstanden hat. Die Antikörper findet Max ziemlich stark. Nun lass uns weitergehen, sagt Dr. Sorgenfrei. Die beiden schweben durch die Blutbahn, um sie herum viele, viele kleine Blutkörperchen und plötzlich befinden sie sich in einem anderen, noch viel größeren Raum. Wow! Staunt Max. An den Wänden befinden sich tausende und abertausende Schließfächer. Dr. Sorgenfrei deutet um sich. Siehst du das, Max? Das sind die Öffnungen zu den Zellen des Körpers. Und das da? Der Doktor zeigt auf eine Gruppe von kleinen weißen Männchen. Das ist das Insulin. Max sieht sich erstaunt um. Den ganzen langen Raum hinunter fischen die kleinen weißen Dinger nach etwas, das unter ihren Füßen herumschwebt. Was macht das Insulin da? Fragt Max neugierig. Das Insulin nimmt den Zucker aus dem Blut und dann packt es den Zucker in die Zellen. Warum das denn? Der Körper braucht immer Energie. Nicht nur, wenn du Sport machst, sondern auch für die einfachsten Aufgaben wie Denken und Atmen. Das bedeutet, selbst wenn du schläfst, ist das Insulin aktiv und sammelt den Zucker aus deinem Blut, um ihn in die Zellen zu packen. Ganz schön fleißig, staunt Max. Ganz schön wichtig, nickt Dr. Sorgenfrei. Möchtest du sehen, wo das Insulin herkommt? Max ist ganz sprachlos, denn jetzt stehen sie vor einer Gruppe großer, seltsam geformter Dinge. Die sehen ja aus wie diese Auberginen, die Mama manchmal zum Essen macht, lacht Max. Diese Auberginen, wie du sie nennst, heißen Inselzellen oder Beta-Zellen. Manche nennen sie auch Langerhanszellen, so hieß nämlich der Mann, der sie entdeckt hat. Max nickt verständnisvoll. Und hier wird also das Insulin gemacht? Fragt er dann. Genau. Erinnerst du dich noch an das Plakat, auf dem ich dir gezeigt habe, wo sich die Bauchspeicheldrüse befindet? Hier sind wir jetzt. Bei einem gesunden Menschen produziert der Körper ständig neues Insulin, das den Blutzucker regelt. Aber ich bin ja nicht gesund, sagt Max. Eben. Ich habe dir doch von den Antikörpern erzählt. Das Problem bei dir ist, dass diese Antikörper verwirrt werden. Sie sehen die Inselzellen hier als eine Bedrohung, genau wie die Viren, die sie sonst bekämpfen. Sie versuchen, die Zellen zu zerstören und schaffen das leider auch. Aber wer macht dann das mit dem Zucker im Blut? Fragt Max erschrocken. Das ist das Problem, erklärt der Doktor. Wenn die Inselzellen zerstört sind, kann kein neues Insulin mehr produziert werden. Der Zucker im Blut häuft sich an, verklebt die Blutbahnen und außerdem packt niemand mehr den Zucker in die Zellen. Deshalb hast du dich die ganze Zeit auch so schlapp gefühlt, ohne Energie. Aber wie lange bleibt das denn so? Kann der Körper keine neuen Zellen bauen? Leider nicht, sagt Dr. Sorgenfrei. Der Diabetes geht nicht mehr weg. Puh, das ist ganz schön viel auf einmal, seufzt Max. Deshalb gehen wir auch jetzt zurück zu deiner Mama, lächelt Dr. Sorgenfrei. Zurück im Arztzimmer setzt Max sich zurück auf seinen Stuhl. Also muss ich Insulin trinken? Fragt Max, der ein bisschen entmutigt ist von dem, was in seinem Körper nicht mehr richtig funktioniert. Nein, ganz so einfach dann doch nicht. Du hast zwei Möglichkeiten, das Insulin zu bekommen. Einmal kannst du dir einen sogenannten Pen anschaffen, mit dem du ganz einfach das Insulin spritzen kannst. Oder du nimmst eine Insulinpumpe, die mit einem Schlauch an deinem Bauch festgemacht wird, durch den dann das Insulin fließt. Was? Eine Spritze? Ich mag aber keine Spritzen. Das habe ich mir gedacht. Aber sieh mal. Der Doktor zeigt auf die Spitze des Pens. Diese Nadeln sind sehr kurz und dünn. Du spürst nicht mal, wenn sie dich pieksen. Max guckt unglücklich. Spannend war die Reise durch den Körper ja, aber das mit den Spritzen ist ihm nicht geheuer. Ich weiß ja nicht.
Bist du denn viel unterwegs? Machst du viel Sport? Oder fahrt ihr oft in den Urlaub? Dann würde ich nämlich die Pumpe empfehlen. Damit hast du dein Insulin immer vorrätig an deinem Körper. Und außerdem musst du dich nicht so oft pieksen wie mit einer Spritze. Ich glaube, das gefällt mir besser. Wir wollen im Sommer eh ans Meer fahren. Und dann können alle meine coole Pumpe sehen. Und ich kann allen erklären, wie das mit dem Insulin und dem Zucker funktioniert. Das klingt doch nach einem guten Plan. Du schaffst das schon.